Am 27.10.2023 traf sich die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar zur monatlichen Sitzung. Im Vorfeld der Sitzung gab es wieder eine Pressekonferenz mit dem Bürgermeister der Hansestadt Wismar, Thomas Bayer. Er informierte über die verschiedenen Vorlagen und Mitteilungen der Stadtverwaltung. Ein wichtiges Thema wurde gleich zu Beginn angesprochen und wegen seiner Aktualität auch eine ganz besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Und deswegen war ich sehr froh, dass die drei großen Religionen, also die christliche Religion, muslimische und jüdische, sich verabredet haben und hier ein Friedensgebet gehalten haben, kurz nachdem dieser Terror dort über Israel hereinbrach. Und dies im Zeughaus dann angeboten haben. Und es ist so, so habe ich das jedenfalls gehört, dass es durchaus möglich und auch wahrscheinlich ist, dass das nochmal wiederholt wird. Gut möglich also, dass das Projekt Friedensgebet weitere Nachahmung erfährt. Im Anschluss ging der Bürgermeister auf weitere Punkte in der Tagesordnung ein. Unter anderem sollte über die Europa- und Kommunalwahlen 2024 gesprochen werden. Und wobei die Stadt noch dringend weitere ehrenamtliche Wahlhelfer sucht. Die Sitzung der Bürgerschaft der Hansestadt Wismar fand im Bürgerschaftssaal statt. Die Mitglieder der verschiedenen Fraktionen waren vertreten. Die Politiker diskutierten unter anderem über einen Antrag der Piratenpartei zur Situation der Kitas und Spielplätze in der Stadt. Kinderfreundliche Kommune ist das Stichwort. Wir möchten hier mehr für Kinder erreichen in der Stadt, dass sie kinderfreundlicher wird, und haben einen Antrag eingebracht. Also ich, Linke, CDU, also eine große Koalition, sage ich mal, Grüne sind mit dabei. Nicht dabei ist SPD und AfD, aber wir möchten eine Kommune, die kinderfreundlicher wird und dazu Beratungsleistungen erstmal uns reinholen. Wir haben schon schöne Spielplätze, aber es klemmt an vielen anderen Stellen. Ich sag mal, wie Kita-Plätze hier verteilt werden und so weiter. Da gibt es ganz viele Punkte. Leider ist die Verwaltung noch nicht überzeugt, aber wir werden es hoffentlich heute durchbringen und auch ein Etat dafür schaffen. Der Antrag wurde beschlossen. Unter anderem wurde auf Antrag der Linken, der SPD-Fraktion und von Bündnis 90 Die Grünen über die Einrichtung eines Migrantenbeitrags im Bereich der Hansestadt Wismar diskutiert. Dieser Antrag wurde modifiziert beschlossen. Die Sitzung des Hauptausschusses findet am 1. November 2023 statt.